Herzlich willkommen zum Chrome Update 94. Ich bin der Thomas Kutschek, ich arbeite für Google und heute geht es wieder um den Chrome Browser, den Chromebooks und um die Google Admin Konsole. Wie immer gibt es einen Link in der Linkliste, um sich alle Chrome Updates ausführlich durchlesen zu können. Fangen wir direkt mit dem Launch-Kalender an, damit alle gleich wissen, ab wann denn der Chrome Browser und die Chromebooks updatefähig sind. Die Chrome Version 94 für den Browser wird am 21. September zur Verfügung gestellt und das Chrome OS Betriebssystem für unsere Chromebooks und Chromeboxen wird am 14. Oktober veröffentlicht. Wenn man dann auf Chrome 94 ist und erst dann funktionieren die vielen Features und Updates, die ich hier vorstelle. Kommen wir zu einem kurzen Überblick und das ist auch schon das absolut wichtigste Update für den Chrome Browser. Wir verkürzen den Chrome Browser Release-Zyklus von 6 Wochen auf 4 Wochen. Das bedeutet, dass es ab jetzt alle 4 Wochen einen neuen Chrome Browser gibt. Das bedeutet auch, dass ihr mich ab jetzt alle 4 Wochen seht. Zudem gibt es noch 3 weitere Updates zum Chrome Browser und wieder einige neue Policy-Updates für die Google Admin-Konsole. Kommen wir zum wichtigsten Update, der Einführung einer 4-wöchigen stabilen Release-Version und einer 8-wöchigen erweiterten Release-Version. Für die meisten Unternehmen sind keine Maßnahmen erforderlich. Es wird automatisch auf die neue 4-wöchige Release-Version umgestellt. Wenn eine langsamere Veröffentlichungsfrequenz bevorzugt wird, kannst du die vorhandene Target-Channel-Richtlinie verwenden, um Chrome für Mac und Windows auf eine erweiterte stabile Release-Version umzustellen. Dann wird der Chrome Browser nur noch alle 8 Wochen abgedatet. Weitere Details findest du in der Linkliste. Neu in Chrome. Um die vielen neuen Funktionen von Chrome, die wir jetzt alle 4 Wochen rausbringen, beim Benutzer bekannter zu machen, gibt es die Serie Neu in Chrome. Ab Chrome Version 94 sehen manche Benutzer beim Starten diese Seite, die einige neue Funktionen von Chrome hervorhebt. Die Neu in Chrome-Seite wird automatisch als fokussierter Tab angezeigt. Du kannst diese Funktion deaktivieren, indem du die vorhandene Unternehmensrichtlinie Promotional Tabs Enabled veränderst. Für alle, die jetzt schon die Neu in Chrome-Seite sehen möchten, finden den Link in der Linkliste. Eine einfachere Art zu teilen. In Chrome 94 können Benutzer ihre aktuelle Seite einfacher teilen, einschließlich der Möglichkeit, die aktuelle Seite an deine anderen Geräte zu senden, einen QR-Code für die aktuelle URL zu erhalten und an Dritte zu teilen. Du kannst diese Funktion mit Hilfe einer Unternehmensrichtlinie Desktop Sharing Hub Enabled steuern. Aktualisierte Sicherheitsgrafiken. Einige Benutzer sehen möglicherweise ein neues Symbol, der Pfeil nach unten, welches das Symbol in der Adressleiste ersetzt, das auf Websites angezeigt wird, die HTTPS unterstützen. Das neue Symbol soll die Auffindbarkeit der Seiteninfo verbessern. Die Sicherheits- und Datenschutzinformationen und Kontrollmöglichkeiten auf Site-Ebene enthält. Auf Websites ohne HTTPS-Unterstützung wird weiterhin ein Nicht-Sicher-Indikator angezeigt. Eine Unternehmensrichtlinie Log-Icon in Address Bar Enabled ist verfügbar, um das ursprüngliche Schlosssymbol wiederherzustellen. Weitere Links findest du in der Linkliste. Einfaches Exportieren von Browserlist-Daten. Chrome führt das CSV, also Comma-Separated-Value-Format, als Option zum Herunterladen der Browserlistendaten aus der Admin-Konsole ein. Weitere Infos findest du in der Linkliste. Und dann gibt es noch 3 neue und aktualisierte Richtlinien für die Google Admin-Konsole. Und dies waren die wichtigsten Updates für Chrome 94. Und damit sind wir auch schon am Ende des Chrome Updates 94. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder, circa Mitte Oktober, wenn es heißt, willkommen zum Chrome Update 95. Danke fürs Zuschauen und bis bald, dein Thomas Kutschek von Google. Finito. Das war schnell.